Hallo und herzlich willkommen schon wieder auf meiner kritische Dinge Ansprechbank. Diesmal ist nicht ganz so kritisch wie beim Fuchsbandwurm. Ich finde das schon ziemlich kritisch, das Thema. Aber das habt ihr ja jetzt schon im anderen Video gesehen. Wenn nicht, guckt es euch an. Ist zeitgleich mit diesem hier online. Ich wollte noch ein paar Dinge ergänzen zu der Wassergeschichte, zur Wasseraufbereitungsgeschichte. Da gab es jetzt ein paar Fragen. Darunter, wie ist denn das mit Brunnen im Wald, an denen kein Trinkwasser dran steht? Also Schritt 1, wenn man so einen Brunnen findet, mal nachzuvollziehen, versuchen, wo denn das Wasser herkommt, was den Brunnen versorgt. Es gibt Brunnen, da ist das zum Beispiel der Wassergraben an der Straße. In dem Fall, boah, da könnte das schon stimmen mit dem kein Trinkwasser, weil auf dieser Straße fahren natürlich eben auch Autos, möglicherweise irgendwelche Traktoren, die irgendeine Wiese im Wald haben und die verlieren dann mitunter ziemlichen Dreck und Dinge, die im Wasser nicht unbedingt was zu suchen haben. In dem Fall würde ich da aus Sicherheitsgründen dem Schild einfach mal glauben. In vielen, vielen Fällen, um jetzt mal das andere Beispiel zu bringen, ist es so, dass das Schild nur deshalb dran steht, weil es halt aus rechtlichen Gründen eine Absicherung ist, weil man halt nicht garantieren kann, dass es sich um Trinkwasser handelt und unter bestimmten Bedingungen halt eben mal nicht trinkbar ist, weil halt gerade oben das tote Reh in die Quelle gefallen ist. Und da ist man dann einfach auf der rechtlichen Seite abgesichert, wenn man kein Trinkwasser dran schreibt. Selbst beim tollsten Trinkwasserbrunnen kann ich den Förster verstehen, der da kein Trinkwasser dran schreibt und aber den Leuten, die er kennt und dem Wanderer im Wald, der da so unterwegs ist, bei einer entsprechenden Situation dann halt einfach mal mitteilt, ja, ist nicht so dramatisch, da kann ich schon mal draus trinken. Weil für so eine Aussage, die er mal so nebenher gemacht hat, ist er weniger leicht zu verklagen, wie für einen Brunnen, an dem dran steht kein Trinkwasser, beziehungsweise an dem nicht dran steht kein Trinkwasser. Wenn man also den Verlauf des Wassers, das im Brunnen landet, nachvollziehen kann, dann und eben positiv nachvollziehen kann und weiß, das kommt aus der Quelle ein paar hundert Meter weiter den Berg hoch. Das ist zum Beispiel bei meinem Brunnen da hinten im Wald der Fall. Da kann man sehr wohl draus saufen und zwar beliebig viel, habe ich auch schon gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, also das ist halt mit dem Brunnen so eine Sache. Dann hat noch, wer war es denn? Gott, ich weiß doch eure komischen Pseudonymnamen immer nicht. Das ist so schwierig zu merken. Egal, aber irgendein fleißiger Kommentierer hat darauf hingewiesen, dass das möglicherweise doch ein Bleirohr sein könnte, die zum Beispiel in der DDR mal bei Brunnen verlegt wurden. Nicht, dass ich schon wieder in der DDR rumnörgeln will und ich bin auch überhaupt nicht ostfeindlich eingestellt. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupft, sorry. Jedenfalls... Das kann natürlich sein, dass da wirklich irgendeine uralte Rohrleitung im Boden vorhanden ist, die so uralt ist, dass sie das Wasser halt eben zu Nicht-Trinkwasser macht. Aber das kann im Prinzip wirklich nur das klassische Bleirohr sein oder ein Betonrohr in Anführungszeichen ist mittlerweile so zugewachsen mit allen möglichen Algen und sonstigen Zeug, dass man das Wasser auch nicht mehr bedenkenlos als Trinkwasser bezeichnen kann. Naja, sagen wir mal so, wenn am Brunnen tatsächlich nicht dran steht, dass es kein Trinkwasser ist, dann sind solche Brunnen definitiv Trinkwasser, weil das würde kein Mensch, der so einen Brunnen anlegt, riskieren, wenn auch nur das geringste Risiko bestehen würde, dann kein Schild dran zu hängen. Und in allen anderen Fällen, da kann ich dann in Gottes Namen wirklich nur sagen, das müsst ihr dann selber für euch verantworten oder den vor Ort zuständigen fragen, wenn es sich um einen Brunnen in eurer Nähe handelt. Vielleicht einfach mal beim Forstamt anfragen, wie denn das ist, ob das wirklich kritischerweise kein Trinkwasser ist. Beziehungsweise andersrum fragen, fragt doch mal, warum ist denn das kein Trinkwasser? Wenn sie dann keine vernünftige Antwort nennen können, dann ist es wahrscheinlich Trinkwasser und sie wollten sich nur rechtlich absichern. Aber das überlasse ich völlig eurer Verantwortung. Das kommt dann auf den Einzelfall an. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Gut, dann die UV-Stick-Geschichte. Das Wasser in Keim mit diesen UV-Sticks. Das funktioniert tatsächlich nur mit diesen speziellen UV-Sticks, da eine handelsübliche Leuchtquelle keinen hoch genugen Anteil an UV-Strahlung hat. UV-Strahlung, ultraviolette Strahlung, ist die energiehaltigste Strahlung, die es so gibt. Und die hat eine wahnsinnig kurze Wellenlänge und ist im Prinzip einfach ein Energiestrahl, wenn man so will, der DNA zerbombt unter anderem. Man braucht also wirklich diese spezielle UV-Strahlung, um da wirklich was kaputt zu kriegen mit stinknormalem Licht. Alle anderen Wellenspektren, die eben nicht so kurz und so energiehaltig sind, reichen da nicht aus. Irgendwelche interessanten Tiere sind dahin unterwegs. Na egal. Jedenfalls, das funktioniert also wirklich nur mit diesen Speziallampen.
Eine Alternative, die wir da auch mal in irgendeinem Kommentar angesprochen haben, ich glaube, ich habe es sogar selber angesprochen, war die berühmte Wasserflasche, die man mit Wasser gefüllt in die Sonne legt, also die PET-Einwegflasche, diese stinknormalen 1,5 Liter Cola oder was auch immer Flaschen, durchsichtig, die kann man ja auch mit Wasser gefüllt in die Sonne legen und die Sonne durch ihre sonneneigene UV-Strahlung sorgt dann dafür, dass da drin alles stirbt. Stimmt. Aber, wie der Sacki übrigens auch mal irgendwo sehr schön angemerkt hat, gibt es da ein paar Dinge zu beachten. Nämlich, die Flasche darf nicht ganz voll sein, die Flasche darf kein Gesamtvolumen von größer als 2 Litern haben. Also nicht ganz voll meint so irgendwie 70% bis 75% gefüllt. Im Rest der Flasche sollte Luft sein, das kann man aber auch gar nicht vermeiden, wenn man keine Vakuumpumpe besitzt. Also das ergibt sich dann von allein. Und man sollte die Flasche, bevor man sie in die Sonne legt, schütteln. Man kann sie auch immer mal wieder zwischendurch schütteln, das schadet auch nichts. Die Luft in der Flasche ist wohl in irgendeiner Form von daher von Vorteil, dass da nochmal so eine Oxidations-Ozonbildung, Radikalreaktion stattfinden kann, die zusätzlich eben zu dem Effekt der UV-Strahlen dann nochmal das Ganze nochmal krasser durcheinander bombardiert, was da halt an DNA drin ist in dem Wasser. Genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht, warum das empfohlen wird. Müsste ich auch besser nochmal recherchieren, wenn ich das ganz genau wissen wollte. Aber ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Wichtig bei diesem Ding, und da muss ich dem Sacki widersprechen, ist, dass das nur in Regionen mit hoher UV-Strahlung funktioniert. Nicht mit hoher Sonnenstrahlung, sondern mit hoher UV-Strahlung. Also der Sacki meint, das geht nur auf der Südhalbkugel. Da geht es definitiv, das ist richtig. Es kann aber auch bei uns funktionieren, wenn an einem Ort durchgeführt, der eine enorm hohe UV-Einstrahlung hat. Und das wären dann irgendwelche Alpengipfel im Prinzip. Also das geht dann auch, weil die UV-Strahlung, wer schon mal auf dem Gletscher war und Sonnenbrand gekriegt hat, weiß es, ist da oben extrem stark und es kommt ja wirklich nur auf die UV-Strahlen an. Also das Wasser muss gar nicht heiß werden, es müssen wirklich nur diese UV-Strahlen quasi da sein, die eben die DNA zerschmettern. Was bei uns Sonnenbrand verursacht, reicht auch aus, um Bakterien zu killen. Also so richtig krassen Sonnenbrand verursacht. Das kriegt auch Bakterien tot. Das heißt also auch, ab einer gewissen nördlichen Breite in Richtung Nordpol ist auch die UV-Strahlung wieder so intensiv, insbesondere wenn halt dann mal die Sonne scheint, dass da auch alles drin gekillt wird im Wasser. Aber anders halt eben auf der Südhalbkugel, wo es grundsätzlich ja immer viel Sonnenstrahlung hat, funktioniert die reine UV-Strahlenmethode nur bei Sonne. Das heißt, es muss wirklich 3 Tage, also nicht 3 Tage lang, aber sagen wir mal 8 Stunden, um sicher zu gehen, 8 Stunden lang knalle die Sonne scheinen auf das Wasser, damit da irgendwas desinfiziert ist. Und die Notwendigkeit, Wasser nördlich des Polarkreises zu desinfizieren, ist in der Regel ohnehin sowieso nicht gegeben. Und das Gleiche gilt für irgendwelche hohen Alpengipfel oder hohen Gipfel sonstiger Gebirge. Die einzige Ausnahme stellt ja der Himalaya dar, weil sie da ja auch auf Hochplateaus auf einer Höhe, wo bei uns die Berge schon aufhören, noch Viehwirtschaft betreiben und da dann halt entsprechend auch Bakterien im Umlauf sind, die dann auf so einer Höhe noch im Wasser sein könnten. Aber denen kann man auch leicht ausweichen und sich ein Wasser suchen, was halt gut ist. Wobei sie auch richtig trockene Regionen im Himalaya haben mitunter. Da ist das Wasser dann gar nicht so einfach zu finden. Naja, das wäre noch das Thema mit der Flasche in die Sonne schmeißen gewesen. Also gut, der Hinweis eben mit geht auch im Gebirge und im hohen Norden ist relativ nutzlos, weil man da das Wasser ohnehin nicht großartig filtern muss. Gut, aber ergänzen wollte ich trotzdem mal. Dann war noch die Frage, wie wahrscheinlich denn Schwermetalle im Wasser sind, dass da welche drin vorkommen, wenn man sich das Wasser aus einer ansonsten sicheren Quelle aus dem Wald holt, also eben nahe der Quelle. Zu diesen Schwermetallen ist zu sagen, ein Schwermetall ist alles, was ein gewisses Molekulargewicht überschreitet und einfach wirklich ein schweres Metall ist. Chemisch gesehen tatsächlich relativ simpel. Das sind ganz viele verschiedene Dinger, die ganz viele verschiedene chemische Eigenschaften haben, aber die in der Natur vorkommen, sind zum Beispiel schweres Aluminium oder schweres Eisen. Die gibt es in 2 verschiedenen Variationen, die schwerere und die nicht ganz so schwerere, also wie sie in der Natur vorkommen. Und jeweils die schwere Variante ist ziemlich giftig, ziemlich giftig sogar.
Die sollte man natürlich nicht mittrinken, aber die haben den Vorteil, dass dadurch, dass sie schwer sind, haben sie eine hohe chemische Affinität, sich irgendwo dran zu binden. Man kann sich das einfach so vorstellen, als ob das ein großer Stein wäre, der vom Wasser mitgeschleift werden müsste. Das geht natürlich auch viel weniger einfach als bei den vielen kleinen Steinchen, die nebenher da durch die Gegend sausen. Also Wasserstoffe, abgesehen davon, dass die Bestandteil des Wassers sind, wären im Wasser sehr leicht zu transportieren, wenn sie nicht ohnehin schon drin wären. Aber ja, so ein ganz schweres Eisen, also gleichweise ein großes Molekül eben, das kommt dann nur sehr langsam vorwärts. Und dadurch, dass es halt eben auch bevorzugt gegenüber dem normalen, nicht schädlichen Eisen bei irgendwelchen Verbindungen, wo es reinpasst, eingebaut wird, ist es eigentlich fast immer in gebundener Form im Ökosystem vorhanden und schwirrt halt eben nicht im Wasser rum. Der einzige Fall, der eintreten müsste, damit so ein Eisen oder so ein Aluminium, das verhält sich dahingehend relativ ähnlich, im Wasser unterwegs sind, das wäre dann nur dann der Fall, wenn quasi sämtliche Austauscher, also diese Orte, an die sich halt eben so ein Eisen oder so ein Aluminium dranheften kann, schon von anderen Eisens oder Aluminiums belegt sind oder anderen Dingen, die ähnliche chemische Eigenschaften dann in der Hinsicht haben, wenn die da schon drauf sitzen, dann sind alle Austauscher belegt und dann landet das Zeug im Wasser. Das ist der Fall bei sehr, 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 sehr alten Böden, die überhaupt nicht mehr viele Austauscher besitzen. Da kann sowas dann gerne mal vorkommen, aber die sind dann meistens auch schon so ausgewaschen, dass da schon sämtliches böses Eisen 3 und Aluminium 3 plus dann jeweils schon raus ist. Also von daher ist das dann auch wieder gar nicht so dramatisch. Um es auf den Punkt zu bringen, die Wahrscheinlichkeiten, dass man Schwermetalle in einer sonst recht unbelasteten Natur irgendwie abbekommt, ist mini. Kann aber trotzdem sein. Nicht, dass ihr das dann mal abbekommt und sagt, aber der Ben hat gesagt, das geht gar nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es ist mini. Aber ihr kriegt meine persönlichen Glückwünsche, wenn ihr es geschafft habt, euch eine Schwermetallvergiftung aus Waldwasser zuzuziehen. das war böse. Dann, was haben wir denn noch? Lasst mal überlegen. Ah, ja, genau. Recht frischer Kommentar von gestern, glaube ich. Aber ihr wisst ja eh nicht, was für ein Tag heute ist. Von daher bringt euch diese Aussage nicht viel, egal. Nämlich, inwiefern man denn auch Kohle in destilliertes Wasser, also Regenwasser oder halt eben wirklich destilliertes Wasser, reinrühren kann, um den Mineralstoffgehalt des Wassers zu verbessern. Sehr gute Idee, ist natürlich nochmal besser als Dreck und das habe ich tatsächlich vergessen zu sagen. Was das angeht, Asche auf mein Haupt, nicht nur ins Wasser, auch auf mein Haupt, also auf den Hut. Jedenfalls, das ist sogar noch mal besser. Und zwar eignet sich für diesen Zweck am besten die weiße Asche aus dem Lagerfeuer. Also diese ganz helle, die auch noch ziemlich frisch ist und die man auch gar nicht mehr findet, wenn das Feuer schon eine Weile runtergebrannt ist. Und man braucht also wirklich noch ein frisches Feuer, in Anführungszeichen, um überhaupt diese weiße Asche noch finden zu können. Die ist ideal, um ins Wasser eingerührt zu werden, um es mit Mineralstoffen anzureichern. Und ganz, ganz, ganz wichtig, das sollte ich eigentlich fast noch mal in irgendeinem Extra-Video erwähnen, das ist auch in jedem Fall eine gute Idee, das regelmäßig mal zu tun, wenn man lange Zeit in der Natur lebt und eben viel Grünzeug frisst und einem die Mineralien alle gehen, deshalb weil man eben so viel Grünzeug frisst, das kaum Mineralien enthält. Dann ist auch wirklich so ein bisschen Asche ins Feuer, Asche ins Wasser rühren auch nochmal eine super Idee, um seinen persönlichen Mineralstoffhaushalt noch ein bisschen anzureichern. Das allein macht jetzt auch nicht so eine super ultimativ gesunde Ernährung, so eine vegetarische Grünzeugdiät. Jetzt kommen gleich die Vegetarier und treten mich, dass ich ja behauptet habe, das wäre nicht super, super, super ultra gesund. Da kann ich damit leben. Wenn ihr rausfindet, wo ich wohne, könnt ihr mich gerne treten. Wie dem auch sei, das ist jedenfalls eine gute Idee, das Zeug ins Wasser zu rühren. Aber, und das hat er auch nochmal angemerkt, der Nutzer mit der sehr langen Nummer im Namen,
ob das dann nicht eventuell dann die falsche Asche wäre, wenn man sich einen improvisierten Wasserfilter bauen möchte und man da dann nicht lieber die dunkle Asche nehmen muss. Und das ist auch wieder völlig korrekt. Da eignet sich die dunkle Asche besser, weil die einfach noch höhere Flexibilität in Hinsicht auf ihre Austauschplätze bietet. Denn die weiße Asche ist eigentlich quasi reine Anorganik und enthält dann tatsächlich die 1% anorganischen Bestandteile im Holz. Und das sind in der Regel zu 50% ungefähr Mineralien. Vielleicht nicht ganz zu 50%, aber wenn ihr genug Asche fresst, dann habt ihr auch genug Mineralien jedenfalls. Also so Calcium, Magnesium, all die schönen Dinge, Kalium, Natrium weniger. Natrium ist tatsächlich was in der Natur ganz schön schwierig zu bekommen ist, aber das muss ich irgendwann mal in einem eigenen Video machen. Irgendwann muss man auf die ganzen Mineralien nochmal gesondert eingehen. Das scheint ja irgendwie jeden zu interessieren. Wie dem auch sei, definitiv ist die schwarze Asche besser als Wasserfilter geeignet, also als Filtermaterial, und die weiße eben als Filtermaterial dann eher nicht so gut zu gebrauchen, weil das sind ja wirklich nur noch die reinen Nährelement-Ionen, die gar keine großartigen chemischen Bindungen mehr eingehen können, weil sie da ja schon hin entweder als Doppelion oder einfach gleich schon fast schon in atomarer Form nahezu vorliegen. Das heißt, es ist dann nicht mehr so gut als Filterdingens. Gut. Aber ich glaube, das waren jetzt auch schon alle kritischen Punkte dazu. Wollte ich noch irgendwas anderes nennenswert beantworten? Ich glaube nicht. Wenn mir doch noch was einfällt, dann schreibe ich es dann hier nochmal irgendwo in die Videobeschreibung oder sowas. Gut, dann sind wir durch für heute und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und sorry wegen dem langweiligen Hintergrund, aber ihr könnt euch auch noch meine Tourengeschichte da anschauen. Da gibt es definitiv viel interessantere Hintergründe als hier die, was ist das überhaupt? Hasel, Hecke. Also, macht's gut.